bin die Jun und ich bin die Mutter von Lena. Wir sind in Qingdao in China und bekommen Stammzellen von Baike für die Behandlung von Papillenhypoplasie bei Nana. Ich bin die Nana und bin die Person, die die Stammzellenbehandlung bekommt. Nana hat Papillenhypoplasie mit Nystagmus seit Geburt. Und die Ärzte zu Hause konnten ihr nicht helfen und meinten, dass sie mit der Zeit blind sein würden. Und wir haben sehr viele Therapien gemacht, Low-Vision-Therapien, um ihr Sehvermögen verbessern oder einfach erhalten. Und dann haben wir, wo Nana 7 Jahre alt war, haben wir eine längere Zeit eine Akupunkturtherapie gemacht aus Dänemark, was sehr nutzvoll war. Und laufend, seit sie 1 Jahr alt war, haben wir Akupunktur, Fußsohlenreflexmassagen gemacht, mit Magneten gearbeitet und was haben wir noch gemacht? Nichts mehr. Nichts mehr. wir haben uns entschlossen, Stammzellenbehandlungen zu machen, weil wir denken, das ist die einzige Möglichkeit, einen Sehnerv zum Wachsen zu bringen. Weil Ärzte können das nicht reparieren. Und wenn es durchtrennt wird, stirbt es ab. Und wir haben sonst alles Alternatives probiert, dass es wächst. Und Stammzellen ist für uns etwas Natürliches, was vom eigenen Körper gewonnen wird. Aber wir wollten einfach nicht irgendetwas Medizinisches mit ihr machen, dass sie ihre Seele ganz verlieren würde. Also wir haben das erste Mal von Stammzellen gehört, wo John Reeves erkrankte, weil er seine Wirbelsäule verletzte. Und dann haben wir dazu mal schon gedacht, das wäre doch auch etwas für Nana, weil es ist ja ein Nerv, wo nicht fertig gebildet ist. Und dann hat meine Mutter in Dänemark ein Zeitungsinserat gesehen über Maisie Moss von Amerika und hat es mir sofort geschickt, weil sie gedacht hat, dass ONH das gleiche wäre wie das, was Nana hat. Und dann habe ich es gelesen und es untersucht und dann haben wir über Maisie Moss über das Internet gelesen und ja, das war der Anfang. Wir haben sehr viel Unterstützung von zu Hause, von Freunden, Kollegen, Familie. Es gibt ein paar, die denken, dass es sehr gefährlich ist, so mit Stammzellen irgendetwas machen. Und insbesondere, weil Nana hatte quasi nie Schmerzen wegen ihrer Blindheit. Und sie ist ein normal funktionierendes Mädchen bis jetzt. Und alle hatten ein bisschen Angst, dass was macht man jetzt und wo gehen diese Stammzellen hin? Und weil man das in den Rückenmark macht, ist das ja nicht einfach so etwas Normales. Wir haben unseren Augenarzt gesehen und ihm gefragt, was er meint zu Stammzellen. Er hat behauptet, dass er keine Ahnung hat und es war in keiner Zeitfachschrift, Ärztezeitfachschrift. Und er schickte uns weiter zu einem Professor in St. Gallen in der Augenklinik. Und er hat gemeint, dass egal was wir machen, Nana würde nie sehen können wie andere Kinder. Anders hat er gemeint, dass wir sollten doch besser dieses Geld brauchen, um in den Süden zu gehen und eine schöne Ferie zu machen. Das war Quatsch.
Beide haben uns empfohlen, 6 Injektionen zu machen, weil Nana schon nach der ersten Injektion Verbesserungen sah, haben wir uns entschlossen, eine 7. Injektion zu machen. Es gibt 3 Tage, an denen man die Stammzelleninfektionen haben kann. Montag, Mittwoch und Freitag. Und dazwischen hat man Akupunktur, man hat Akupressur, man hat Massage, es gibt auch Physiotherapie, habe ich jedoch nicht gebraucht. Die Therapeuten sind sehr nett und mein Therapeut hat die längste Zeit gelacht und ich hatte sehr Freude an der Therapie. Die Akupunktur in Dänemark ist sehr nahe bei den Knochen und das tut weh. Die chinesische Akupunktur ist nicht so nahe bei den Knochen und dann tut sie weniger weh. Wenn man die Akupunktur in die Füße bekommt, dann kribbelt es für 1-2 Sekunden so, wie wenn die Füße einschlafen. Das ist ein bisschen unangenehm. Meine, so wie es kommt, kommt es. Und wenn es nicht kommt, kommt es nicht. Und wenn es kommt, kommt es. Das sind meine Erwartungen. Aber was möchtest du? Was ich möchte? Dass ich wieder schreiben, wenn ich lesen kann und in die normale Schule gehen kann. Das möchte ich. Für uns war es sehr hilfreich, dass andere Patienten, Englisch sprechende, hier waren, mit die gleichen Ziele, ob sie jetzt blind sind, MS haben oder Kinder haben mit Gehirnverletzungen, weil man hilft einander sehr viel, psychisch wie physisch. Und es wird immer weitergegeben, was die anderen Patienten gemacht haben, dass man nicht immer die gleichen Fehler machen muss wie jeder am Anfang. Und wir haben sehr gute Freunde gefunden und werden sicher Kontakt behalten. Und ich denke auch für die Kinder, weil es hat ja andere Kinder hier, wo die Geschwister mithaben, wo den ganzen Tag spielen können. Und es war besonders für Nana sehr schön, manchmal gerade spielen oder etwas unternehmen, wo Kinder dabei waren. Wir würden jedem empfehlen, diese Behandlungen zu machen. Aber wir würden auch jedem empfehlen, sehr viel Mut mitzubringen. Und wenn die Patienten kommen, sollen sie sich gut überlegen, wer das sie mitnehmen. Weil es ist nicht einfach, so zu wohnen mit jemandem, wo man nicht dran gewöhnt ist zu wohnen, für 30 oder 40 Tage. Es ist ein fremdes Land und alles ist anders hier. Und wir haben erlebt, dass Patienten, die Familie mitnehmen, aber nicht engste Familie, bekommen mit der Zeit Probleme. Und das wäre unser Rat, sehr viel Mut und nimm jemanden mit, wo du dran gewöhnt bist, zusammenzuwohnen. Und wir glauben an diese Stammzellenbehandlungen und denken, dass es jetzt einfach bei einer Zeit braucht und dann werden sie sich weiterentwickeln, diese Zellen, und hoffen, dass es ihr mehr Sehvermögen gibt. Wir werden jetzt nach Hause gehen und sehen, was diese Stammzellen alles machen können für Nana. Wenn es sich zeigt, dass Nana sehr gute Resultate bekommt, werden wir ganz sicher wiederkommen. Sei es dann in China oder sonst wo, dass es möglich ist. Es wäre natürlich am schönsten zu Hause, aber das wird nicht möglich sein, denken wir. Aber wir würden ganz sicher wieder mit Beike zusammenarbeiten, weil wir glauben, sie machen eine sehr gute Arbeit und haben gute Stammzellen.